Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Ich versuche gerade, dieses Pferd in diesen Stall reinzukriegen, aber es hat anscheinend keine Lust drauf. Es läuft auch über alles einfach drüber. Na gut. Okay, wir haben den 5. Frühling. Ich habe jetzt schon ganz fleißig alle Felder bewässert und würde vorschlagen, wir schauen mal in die Berge. Vielleicht finde ich dann auch die eine oder andere Sojasprosse oder auch vielleicht ein paar Blümchen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Kann ich das mitnehmen? Oh, perfekt. Sonst noch irgendwas? Hier haben wir auch noch was sehr Interessantes. Etwas Holz. Ups, jetzt habe ich aus Versehen mitgenommen, statt geschlagen. Nun gut, dann gehen wir nochmal tiefer in den Wald. Oh, hier ist Gott. Hi. Hey, ich bin auf der Suche nach guten Bäumen, deren Holz ich verwenden kann. Ich habe mir gedacht, ich suche auch gleich nach etwas zu essen, wenn ich schon dabei bin. Das ist eine gute Idee. Jetzt haben wir ein bisschen Blaugras gefunden. Jedenfalls definiere ich das mal so als dieses. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Knapp 600. Na, das muss noch besser werden. Habe ich eigentlich meine Hacke dabei? Nee, hä? Das ist nicht gut. Oh. Ah, anscheinend kann ich hier auch mit dem Hammer meinen, ich weiß es nicht. In Minen kannst du Erze und Juwelen finden. Erze werden benötigt, um Werkzeuge zu verbessern, während Juwelen verkauft werden können. Um in einer Mine fündig zu werden, brauchst du einen Hammer und eine Hacke. Um Gegenstände zu finden, zerschlage Felsbrocken mit einem Hammer. Mit einer Hacke legst du die nach unten führende Leiter frei. Gelegentlich findest du auch seltene Gegenstände. Je tiefer die Mine, desto höher die Chance, seltene Erze und wertvolle Juwelen zu finden. Manchmal werden Löcher im Boden freigelegt. Hineinfallen verbraucht Ausdauer. Jedoch ist es auch eine schnelle Art, viele Etagen auf einmal zu überbrücken. Diese Löcher können mit einer Hacke freigelegt werden. Aber pass auf, manchmal findet man sie erst, wenn man hineinfällt. Oh. Mit einer Leiter kannst du je eine Etage hinunterklettern. Wenn du eine Leiter hochkletterst, landest du direkt in der obersten Etage. Okay, ein wichtiger Hinweis noch. Du kannst in den Minen nicht die Ladefähigkeit deiner Werkzeuge verwenden. Okay, danke für die Hinweise. Das meiste ist eigentlich relativ selbsterklärend, aber trotzdem gut, das alles nochmal gehört zu haben. Vielleicht habe ich ja Glück. Oh, sie ist ganz schön müde und findet direkt etwas Kupfererz, wollte ich sagen. Das ist nicht so gut. Ah! Ist das Kupfererz? Habe ich so etwas wie Kupfererz gefunden? Kupfer! Ein Material, das in Minen zu finden ist, dient zum Steigern von Werkzeugstufen. Immerhin. Huh? Karen? Ah, und Rick. Hey, hast du in letzter Zeit etwas von deinem Vater gehört? Nein, nicht ein Wort. Er ist nicht nur abgehauen und hat Mama krank zurückgelassen. Er hat sich noch nicht einmal gemeldet. Was für ein Idiot, oder? Hey, fahr mal deine Krallen ein, Kumpel. Er ist nur fortgegangen, um eine Heilung für deine Mutter zu finden, oder nicht? Ach, das tut nur jemand, der sich wirklich sehr um seine Familie sorgt. Nun ja, okay, vielleicht. Und da er gerade nicht da ist, musst du Verantwortung übernehmen und dich um deine Mutter und Popuri kümmern, verstanden? Ja, schon klar. Das weiß ich natürlich. Gut, wie wir schon dabei sind, gehen wir nach Hause. Ja, danke, Karen. Ach, die beiden. Okay, das scheint... Ups. Das scheint ja dem anderen Harvest Moon, beziehungsweise dem anderen Story of Seasons, relativ ähnlich zu sein. Dass quasi Popuri und Ricks Vater weit weg ist. Quasi um Lilien, ich habe den Namen von ihr vergessen. Wie heißt sie nochmal? Ich muss die Namen wissen. Stadtkarte, Farmkarte, Bewohner. Um Lilia war ihr Name. Quasi um eine Heilung für Lilias Erkrankung zu finden. Ich weiß nicht genau, was sie hat. Ich glaube, es wird auch nicht explizit darauf eingegangen. Aber, naja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück. Sie hat sogar gleich den Geburtstag, 19. Frühling. Die Besitzerin der Geflügelfarm und Ricks und Popuris Mutter leidet unter chronischen Beschwerden und kommt nicht oft aus dem Haus. Eng mit Sandra befreundet. Interessant. Jetzt muss ich noch herausfinden, wer Sandra ist. Ah, da. Das ist, glaube ich, die Mutter von Karen. Porträt ansehen. Ach, schön.
Eine willensstarke, selbstbewusste Frau und genau das Gegenteil ihres Mannes. Aha, macht sich über Chef Jeff lustig. Na toll. Aber unterstützt ihn auch so gut sie kann. Na gut. So, was gibt's denn hier noch so Schönes? Ich suche noch nach ein paar Bambussprösslingen, solange es noch hell ist. Im Dunkeln kann ich hier wirklich echt kaum was erkennen. Ja, einer. Eine einzige! Was ist das denn? Was wird das hier gerade? Ach ja, untersuchen kann ich das Zelt auch. Zelt. Toll. Na toll, aber hier drin ist niemand. Na, goodie. Mal gucken, ob wir Jennifer noch irgendwo hier finden. Ich kann mir ja vorstellen, dass sie relativ oft tagsüber hier herumstreunt. Aber ich sehe sie gerade leider nicht. Ist hier noch irgendwas? Nope. Hier ist wieder Blümelis. Vielleicht sollte ich die Blumen auch tendenziell behalten und verschenken. Ich bin da wieder sehr beflissen, mich mit allen entsprechend anzufreunden. Mach ich ja generell gerne bei den neueren Story of Seasons Teilen. Weil es wie jetzt eben auch relativ viele Dialoge und sonstige Dinge zu entdecken gibt. Okay. Gut, dann erstmal wieder ab nach Hause mit uns. So, ist auch schon nach 17 Uhr. Oh, wir haben jetzt über 1000 G. Die Frage ist natürlich, was wir damit jetzt machen. Ich würde fast sagen, wir kaufen uns eventuell sogar erstmal einen Huhn. Ah. Na, sehen wir mal. Jetzt ist es auch gerade 18 Uhr. Das heißt, ich könnte ja eigentlich auch mal... Hier ist die Schmiede. Mal ins Gasthaus gehen. Muss man gerade erstmal schon mal hier zurechtfinden, wo hier was ist. Hier ist der kleine Wald mitten in der Stadt. Wo ist das Gasthaus? Ich finde das schon. Das sieht ja sehr gasthausig aus, wenn ihr mich fragt. Na? Gasthaus. Perfekt. So. Oh, das muss Anne sein. Hm, Entschuldigung, wer bist du denn? Ah, du bist die, die die Farm übernommen hat. Ich hätte schwören können, dass du ein Gast bist. Und wie heißt du? Das spricht man wie aus? Jume, hast du gesagt? Jume, ich heiße Ran. Ah, okay, alles klar. Du heißt also in dem Spiel Ran. Alles klar, nett dich kennenzulernen. Anne ist Ran. Untersuchen. Tresen. Okay, wo ist denn dein Vater, liebe Ran? Bist du gerade hier ganz alleine? Nee, es kann irgendwie auch sonst noch niemand. Kann das sein? Hi. Wie geht's? Wolltest du etwa mit mir sprechen? Crazy. Einfach nicht so. Ist hier noch jemand? Ah, hi. Oh, Yume. Das Cliff sieht eigentlich ganz süß aus. Ich muss ganz ehrlich gestehen... Ist Jennifer hier? Nein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen überfordert bin, da ich jetzt hier Männer und Frauen heiraten kann. Dadurch quasi doppelte Partnerauswahl habe. Oh, wer bist du denn? Duke! Wer bist du denn? Hm, du kümmerst dich also jetzt um die Farm? Ich heiße Duke. Schön, dich kennenzulernen. Krass. Da bin ich ein bisschen auf jeden Fall überfordert. Aber das werde ich sicherlich alles noch irgendwie herausfinden. Wie das jetzt auch mit der Hochzeit funktioniert. Beziehungsweise, wenn ich jetzt alles heiraten kann. Nee, speichern wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich nehme mal an, dass auch, dass hier zu ist. Ja. Ich wollte eigentlich auch nochmal irgendwie ins Krankenhaus beziehungsweise in die Klinik schauen. Aber ich sollte vielleicht lieber jetzt schlafen gehen. Ich habe noch ein bisschen Energie übrig. Aber ich habe ein bisschen Angst, wenn ich dann jetzt ins Bett gehe, dass sich meine volle Energie aufgeladen wird. Deswegen spare ich die mir lieber ein. Vielleicht habe ich das letzte Mal irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Dip, 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 bing. Hier jetzt. Ab ins Bett. Tierprodukte? Ach ja. Ich habe ja das gekochte Ei verkauft. Yay, aus bin ich schon wieder voll aufgeladen. Da habe ich mich wohl geirrt. Oh, schaut euch das mal an. Große Ernte hier. Was gut, aber auch gleichzeitig schlecht ist. Schlecht von daher, dass ich mein ganzes Geld jetzt wieder für neue Saat ausgeben muss. Eigentlich wollte ich mir eventuell jetzt einen Huhn kaufen. Aber wenn ich jetzt neue Saat kaufe, reicht es dann nicht mal für einen Huhn. Ich glaube, ein Huhn waren 1000 G. Oder ich irre mich. Das ist gerade nicht. Ich finde es auch gerade interessant.
Oh, meine Tasche ist voll. Ich habe nicht genug Platz. Ich sehe gerade, die haben auch verschiedene Qualitätsstufen. Seht ihr das? 1 Stern und 2 Sterne. Das ist interessant. Quasi eine Neuerung hier in dem Spiel. Blaues Gras. Lager mal hier. Kommt alles erstmal weg. Ja, bestätigen. Ein paar Träubelis und Honig. Kommt auch noch alles her. So, ich schmeiß auch noch schnell alles hier rein. Und der Honig. Ja, ja, bitte. So, nehmen wir hier nochmal den Rest. Ich habe schon Glück und sogar irgendwie was mit 3 Sternen. Ich habe schon überlegt, ich habe vor uns beim Sport überlegt, so, welche Mechaniken werden sie erneuert haben und welche welche beim Alten gelassen haben. Zum Beispiel beim alten Harvest Moon, also beim Back to Nature, beim alten Story of Seasons so gesehen, gab es keinen Düngen. Aber Düngen ist eigentlich schon eine wichtige, inzwischen finde ich jedenfalls, ein wichtiges Element beim Farmen. Und deswegen habe ich mich schon gewundert, wo das bitte bleibt. Und da ist es. Anscheinend wird man hier düngen können, sofern es ja auch verschiedene Qualitätsstufen gibt. Okay. Dann werden wir jetzt mal in die Stadt gehen müssen und uns einfach mal umsehen. Beziehungsweise Saat kaufen. Vielleicht gehe ich ja auch mal an den Strand. Vielleicht ist da ja Huang. Mit irgendwelchen speziellen Saat-Dingsies. Mir fällt gerade um. Ah, brauchst du etwas? Nein, alles gut, Gray. Lass mich hier bitte an dir vorbei. Danke. Oh, da unten ist May. Und hi. Hallo, Yumei. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin immer so, dass ich alle immer voll quatschen möchte, weil ich ganz viele Freundschaftspunkte sammeln möchte. Das ist mir wichtig. So. Gibt's hier wieder Tratsch? Nee, noch nicht. Dafür bin ich eventuell zu früh dran. Hier vielleicht? Nee. Ich weiß nicht, wann ich Huang hier treffe, um was zu kaufen. Gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Oh, hi, Zack. Hey, grüß dich, Yumei. Überarbeite dich nicht. Ich gehe da gerade ins Haus, dann ist offen, dann kann ich rein. Das wäre eine Option. Ah, jetzt geht's. Ah, perfekt. Willkommen, verehrter Kunde. Kohlsamen. Juwel der Wahrheit. 50.000. Oh, du liebes Lieschen. Okay, Kohlsamen. Eine langsam wachsende Frühlingspflanze. Sehe die Samen und bestelle den Boden aus. Ich weiß nicht, 500, das scheint mir doch sehr teuer zu sein. Da halte ich lieber erstmal die Finger von, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Also das ist auch soweit identisch mit dem, was man auch bei Harvest Moon Back to Nature alles kaufen kann und anbauen kann. Das ist interessant. Also ich finde es immer, ich finde es interessant, weil vieles ist gleich. Aber hier und da sind ein paar elementare Sachen auch wieder anders. Mir gefällt's. Es hat auf jeden Fall diesen Nostalgiefaktor. Hi! Ich muss dir was Unglaubliches erzählen, Ellie. Ach ja? Dann spann mich nicht länger auf die Folter. Sieh dir das an. Bestimmt ein Käfer oder so etwas. Ach du meine Güte, wie oft habe ich dir gesagt, dass wir hier in einer sterilen Umgebung sind. Das bedeutet keine Käfer unter keinen Umständen. Ach, ich hab's doch gewusst. Wenn du weiter so finstert reinblickst, wirst du noch zu einer verschrumpelten alten Oma. Was hast du eben? Was? Oha. Und was glaubst du überhaupt, wo du da hingehst? Komm sofort zurück. Oh, du bist nicht aus dieser Stadt, oder? Das tut mir echt leid. Du bist Yumei und gekommen, um auf der Farm zu arbeiten. Stimmt's? Deine Ankunft hat die ganze Stadt in Aufregung versetzt. Mein Name ist Ellie. Ich bin die Krankenschwester in dieser Klinik. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Oh. Und wo wir schon von Seen sprechen... Hör auf, dich in der Yumei zu verstecken und sieh mir in die Augen, Yu. Na gut, du Blödi. Oh, er ist ein richtiger Schlingel, sag ich dir. Ich habe dir nur einen Käfer gezeigt. Du weißt genau, dass ich Insekten hasse. Genau deswegen bringe ich sie dir ja, damit du deine Abneigung endlich überwindest. Du hast immer für alles eine Antwort parat. Von wem du das wohl hast, frage ich mich. Du verstehst, wie ich mich fühle, stimmt's? Ja, absolut. Was ist mit ihr los?
Ja, du solltest die Leute nicht belästigen. Oh, Danke für die Schelte und keine Sorge. Das sind nur Krokodilstränen. Das versichere ich dir. Er ist nicht, es ist nicht gewohnt, dass jemand außer mir ihn zurecht weist. Das ist alles. Ich hoffe, er überlegt es sich jetzt zweimal, bevor eines seiner üblen Mätzchen abzieht. Ich habe seinen Unsinn echt satt. Okay, dann schauen wir uns mal den Doktor an. Hi. Tisch. Ah, ich verstehe, wie Yu sich fühlt. Kinder wollen Aufmerksamkeit. Also spielen sie Leuten, die sie mögen, absichtlich Streiche. Okay, danke Doktor, der anscheinend Doktor heißt. Hat Doktor auch einen eigenen Namen? So. Baby Jeff. Willkommen. Wir machen jetzt hier ein Upgrade zu Kartoffelsamen. Wir machen mal dreimal Kartoffel. Deine Werktasche ist voll. Ich liefere dir das Zeug. So, und einmal Rübe. So. Alles Kalärchen. Jetzt haben wir quasi unser ultimatives Kartoffel-Update erfahren. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir kriegen. Ich habe jetzt nicht so genau nachgeschaut, als ich alles in die Lieferkiste getan habe. Was soll ich machen? Oh, vielleicht wenn ich... nein, das funktioniert nicht. Wow! Oh, tut mir leid. Ich war vollkommen in Gedanken versunken. Oh, Lumi, schön, dich zu sehen. Es ist unglaublich nett von dir, dass du vorbeikommst. Diese Bücherei hat mir... hat nur ganz wenige Bücher. Naja, aber... Marie, hier ist alles voll mit Büchern. Verzeihung wegen vorhin. Wenn ich in Gedanken versunken bin, merke ich nicht, was um mich herum passiert. Liegt dir etwas auf dem Herzen? Du solltest vorsichtiger sein. Ich frage sie immer, ob ihr etwas auf dem Herzen liegt. Nein, das ist es nicht. Ich schreibe meinen eigenen Roman, aber ich habe eine Art Blockade, die ich zu überwinden versuche. Danke für dein Interesse. Oh. Komm vorbei, wenn du mal wieder in nächste Laune bist. Wir haben sicher eine Menge Bücher, die dich unterstützen oder inspirieren können. Okay. Gut, haben wir ein bisschen mit Marie geredet. Ist Basil zu Hause? Da! Er heißt sogar auch noch Basil. Guten Tag, bist du eine Touristin? Wie? Du sagst, du bist in die Stadt gezogen? Die Fülle der Natur ist hier schier unerschöpflich. Im Gegensatz zum Grau der Großstädte. Hier wird es dir sicher gut gefallen. Hm? Ich? Oh, natürlich. Ich sollte mich vorstellen. Ich heiße Basil. Mein Steckenpferd ist die Botanik. Ich studiere die Pflanzen hier in Mineralstadt. Schön, dich kennenzulernen. Oh, hallo Yume. Hast du schon mal eines von Basils Büchern gelesen? Die Bücher strotzen nur so von Texten, die er geschrieben hat. Ich glaube, das haben Bücher meist so an sich. Gut. So, bewaffnet oder mehr oder weniger bewaffnet mit, nun ja, Saatgut. Möchte ich mich auch direkt daran machen, hier etwas auszusehen, solange ich noch die Energie dazu habe, möchte ich sagen. Schauen wir gleich mal hier rein. Ich habe nur Axt und eine Sichel. Ja. So. Also. Und hier noch. Zack. Zack. Und tada! Ich bin froh, dass es Erweitern der Gießkanne gegebenenfalls auch nur einen einzigen Tag kostet. Und nicht irgendwie drei Tage oder noch länger. Das ist in allen Spielen immer so fies gewesen. Aber ein Tag ist noch aushaltbar. Gerade so Ende Frühling würde ich dann dazu tendieren, die Gießkanne mal aufzubessern. Vielleicht kann ich auch direkt eine Stufe überspringen. Das ging ja bei dem alten Harvest Moon Back to Nature Teil ganz gut. Ich sollte vielleicht aufhören, auch so oft immer Vergleiche zu Back to Nature zu ziehen. Ich kann nicht verlangen, dass ihr alle das Spiel gespielt habt oder mein Let's Play geschaut habt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es für die Leute unter Umständen nervig ist, wenn ich das Spiel andauernd mit einem anderen Spiel vergleiche, was keiner von euch kennt, was entsprechend die Person dann nicht kennt, meine ich. Ich versuche mich diesbezüglich etwas zusammenzureißen und dieses Spiel, so wie es ist,
in seiner Individualität, wie es nun einmal so ist, jetzt, ja, zu genießen und zu erfahren. Ohne Vergleiche. Schauen wir mal. Das muss ich erst gießen. Dabei ganz müde werden. Ja. Oh. Hab ich schon? Na, ich hab noch genug. Zack. Zack. So. Ich würde ja wirklich gerne eventuell noch mehr anbauen, aber die Energie ist immer so schnell weg. Versteht ihr? So. Möchte ich hier noch ein bisschen. Ich möchte auch noch. Wartet mal. Hier. Das Stückchen Holz. Das kann gerne auch noch weg. Ups. Nein. Hey, ich wollte das Zeug aus der Lieferkiste abholen. Cool. Oh, jetzt haben wir richtig viel Geld. Krass. Das hat sich gelohnt. Wir haben fast 3000 zusammen. Ups, nein, nein. Ich würde gerne... ja, so. Nein. So. Ich muss erstmal so ein bisschen mit der Steuerung hier zurechtkommen. Ist momentan noch ein kleines Problem. Aber das kriege ich auf lange Sicht auch auf jeden Fall noch hin. Ich hatte am Anfang auch bei Back to Nature ein totales Problem mit der Steuerung. Ich habe es schon wieder getan. Ich habe es schon wieder mit Back to Nature verglichen. Ah! Ich könnte mich manchmal selbst ohrfeigen. So, jetzt haben wir erstmal hier ein bisschen was weg. So, oh. Hier erstmal das ganze Holz. Weg, weg, weg. Da ist noch ein bisschen Holz. So, und sonst ist ja alles voll mit Stein und natürlich Unkraut. So. Ich frage mich, ob die Steine später auch noch relevant sind. Ich meine, die sehen ja aus wie weiterverarbeitete Steine. Weil kann sein, dass man die eventuell für ein paar Gebäude noch brauchen. So, und hier ist das ganze Unkraut noch weg. Ich kann es theoretisch einfach ausreißen und verkaufen, aber ich glaube hier, die ganzen Gräser bzw. Kräuter, die ich jetzt finde dabei, die sind mehr wert, als das ganze Unkraut so direkt zu verkaufen. Juhu, die Stufe meiner Sichel ist gestiegen. Jetzt kann ich sie in der Schmiede verbessern. Boah, ich habe schon richtig krasse Super-Sichel. So. Schau hier alles so lange weg, bis ich nur noch knapp ein Leben habe. So. Jetzt. So, das reicht erstmal. Ab ins Bett mit uns. Ich möchte mich auch nicht so selber anstrengen. So. Und dann machen wir mal Dai-Dai. So, oh, schaut mal, wie viel Geld ich eingenommen habe. Richtig reich. Nom nom. So, Tag Nummer 7 steht nun uns bevor. Und wie man sieht, meine Energie ist nicht ganz voll, ne? Da muss man anscheinend doch ein bisschen aufpassen. Ich meine, zur Not kann ich auch irgendwas essen, was ich auf der Farm angebaut habe. Aber vom Anfang ist es schon erstmal ganz schön doof. Na gut. Mal sehen, was der nächste Tag, was der neue Tag uns so bringt. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen und sage dann ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.